Fünf Nahrung. Nee. Ein Arbeitsboot werde ich bauen. Ja. Ich werde ein Arbeitsboot bauen und hier dann notfalls sogar das nächste Feld kaufen. Ich habe Theologie entdeckt und kann jetzt das Kloster bauen. Ah, die Wunder sind nicht so super gut. Natürlich gut, aber nicht so, ne? Aber das Kloster ist eine feine Sache. Wie steht mein Technologiebaum? Öffentliche Verwaltung ist kurz davor, fertiggestellt zu werden. Bildungswesen, um dann zu was zu kommen? Dem Watt. Genau. Und dann gibt es hier die Universität von Oxford. Das ist ein Sondergebäude. Darüber habe ich, glaube ich, auch in diesem Let's Play noch nichts gesagt. Und dieses Let's Play soll für die Leute, die vielleicht nicht ab Folge 1 gucken, Leuten, die Civilization 5 noch nie gespielt haben, trotzdem Einblick geben. Falls ihr noch überhaupt nichts versteht, so von dem, was ich jetzt momentan quatsche, dann würde ich euch schwer empfehlen, von Anfang an zu schauen. Und jetzt zu diesem von Oxford. Es gibt normale Universitäten, die normalerweise irgendwo vorher auftauchen. Staatliche Hochschule, genau, hier. Und dann so zwei Entwicklungen später ungefähr ist es meistens so, kommen dann solche Sondergebäude. Und die kann man erst bauen, wenn alle Städte dieses Grundgebäude haben. Ja, steht hier auch. Die benötigt Universitäten. Okay, ich muss echt mal die Universität suchen. Die muss dann ja eigentlich. Ja, wahrscheinlich meinen die staatliche Hochschule damit. Oder ist die hier unten? Ist ja auch nicht so wichtig. Ihr wisst, was ich meine. Ähnlich ist das auch zum Beispiel mit dem Markt. Der ist hier. Die Münzanstalt. Nee. Es gibt noch eine staatliche. Genau, die nationale Schatzkammer. In diesem Fall sind die in einem drin. Ja. Wahrscheinlich ist das Watt die Universität und er ersetzt das. Also ihr wisst jetzt, was ich damit meine. Es gibt Gebäude, die man erst bauen kann, wenn jede Stadt es hat. Das führt dazu, dass wenn man viele Städte hat und ständig neue Städte nachzieht, man niemals diese Gebäude bauen kann. Ja, außer man greift da mal tief in die Tasche und kauft sie einfach überall. Und währenddessen dieses Gebäude gebaut wird, dieses Sondergebäude, darf man keine neuen Städte gründen, weil sonst werden die sofort wie Weltwunder abgeschafft. Ja, cooles Zeug. Ich glaube, die zählen auch als Wunder. Ich weiß nicht, ob man die nur einmal bauen darf, also jede Zivil weltweit nur einmal gebaut werden dürfen. Auf jeden Fall stützt das eben kleinere Reiche. Also in Civilization 5 werden kleinere Reiche auch gewissermaßen noch belohnt. Man muss nicht 2 Millionen Städte bauen, um zu gewinnen. Aber 4 sollte man in Runde 90 offensichtlich schon haben. Gut, nächste Runde. Okay, er hat jetzt hier eine weitere Stadt gegründet. Und auf die Füße treten wir uns jetzt so oder so schon. Dann werde ich jetzt mal hier die Hügel zu Minen umbauen. Das ist jetzt aber der Inder. Nee, das ist der Araber. Hallo. Ha? Ja, coole Weltkarte, wie ich finde. Macht Spaß. Also das ist jetzt nicht so zerrissen, dass man irgendwie ständig anfangen muss, irgendwie ein- und auszuladen. Das haben sie auch sehr schön mit dem Wassern gelöst. So.
Ich sag einfach, ich so laufe jetzt hier zu mindestens den Schafen. Ja, also Archipel Maps machen viel mehr Spaß, dadurch, dass man nicht ständig alle möglichen Einheiten einladen muss. Ich werde jetzt allerdings gegen Turfan schon ein gewisses Problemchen bekommen, mich hier vollständig ausstrecken zu können. Ja, und wenn ich jetzt hier eine Stadt hinsetze, dann wird er mir auf jeden Fall böse sein. Ja, ich werde dann einen Defensivkrieg führen und keine neuen Städte einnehmen wollen, sondern meine Städte auf Vordermann halten wollen und lieber weitere Zweigstellen sozusagen aufmachen und regen Handel treiben, als es mir mit allen zu verscherzen. Gut, ich brauche mehr Happiness für meine nächste Stadt. Das bedeutet, ich werde jetzt einen Zirkus bauen. Und wie sieht es hier eigentlich aus? Kann ich hier auch einen Zirkus bauen? Ja, ich muss aber das Elfenbein erst erschließen. Gut, jetzt bin ich schon die ganze hinten, jetzt kann ich auch einmal um die Welt segeln. Ah, ich habe die Ruinen gefunden. Okay. Gut, der kommt dahin. Die kommen dahin. Und um den Stadtstaaten möglichst wenig in die Quere zu kommen, werde ich meine Stadt hier bauen. Ja, nee. Ich werde jetzt erstmal hier oben das Elfenbein erschließen müssen, um den Zirkus bauen zu dürfen. Denn der Zirkus bringt zwei Happiness ohne laufende Kosten und das ist riesig. Und die brauche ich, um... aus Happiness-Problemen rauszukommen. Das ist jetzt eine Sache, die mir überhaupt nicht schmeckt. Wie lösen wir das? Wenn ich hier auf den Goldfokus gehe, dann kriege ich direkt viel mehr Kohle rein. Das ist natürlich super. Meine Hämmerchenproduktion geht runter, was erstmal noch nicht so schlimm ist. Und ich gucke mal, was ich mit der Diplomatie alles so anrichten kann. Mit den Irokesen verstehe ich mich schon sehr gut. Die Chinesen sind sehr aggressiv, denen möchte ich auf jeden Fall nicht in die Quere kommen. Die Mongolen sind aggressiv, mit denen brauche ich mich nicht unbedingt gut stellen. Ich glaube, die Araber sind sehr freundlich. Und deswegen habe ich Gewürze zweimal. Kleinen Moment. Einmal Gewürze, zweimal Gewürze. Ich weiß leider nicht, ob mein Handelsversprechen noch steht, aber wir sind in Runde 94. Es ist sehr gut möglich, dass das mittlerweile abgelaufen ist. Ja, keine Ahnung. Das ist halt ziemlich blöd, dass ich sowas nicht nachgucken kann. Also, ich nehme 130 Gold und 3 Gold pro Runde. Ich nehme
140 Gold. Vielleicht war es sogar noch zu wenig. Aber 3 mal 30 sind 90. 220 Gold ist, glaube ich, okay. Ja. Bisher hatte ich immer Archipelkarten, auf denen man vielleicht noch zu einer anderen Insel rüber kann, aber sonst nichts mehr so verbunden ist. Vielleicht liegt das aber auch an der Größe der Gesamtkarte. Aha. Wir sind jetzt hier also den Mongolen auf der Spur. Ich befürchte fast, dass die nur zwei Städte haben, beziehungsweise jetzt drei, wo sie mir einen von die Nase gesetzt haben. Und die Karte wurde gerade noch mal kleiner. Ich kann es mir gerade nicht leisten, hier eine Stadt zu bauen. Jo. Das war sozusagen jetzt der Super-GAU. Also ich muss mir jetzt über Handel acht. Dann gebe ich dir lieber Haushalt 230. 220. Das ist nicht gerecht. Oh. Die will mit mir, glaube ich, nicht handeln, weil ich habe ihr gerade eigentlich ein ziemlich gutes Angebot gemacht. Glaube ich zumindest. Ich befürchte, ich habe gerade meinen Zucker viel zu gut weggegeben. Ach, shit. Okay. Ich habe noch eine Idee. Die sind kultiviert. Geben mir also Kulturgeschenke. Die sind militärisch. Geben also Militäreinheiten. Das heißt, ich will mich eigentlich mit Monaco anfreunden. Ich will ihnen Gold schenken. Das gibt mir 35 Einfluss. Dadurch geben sie mir aber noch keine Perlen. Ich brauche noch mehr Gold. Ich brauche noch mehr Gold. Okay. Ich kann die Stadt jetzt nicht gründen, sonst habe ich ein riesen Problem. Aber ich habe ja bald.
Den Wein erschlossen zumindest. Und das gleich zweimal. Kathmandu. Es fehlen nur noch zwei Spieler. Und noch, grob gesagt, die Hälfte der Karte, also. Ich kann eine Politik einführen und ich wollte die Völkerverständigung haben. Ah, ich trottel. Echt jetzt? Naja, gut.